Bisher bei Resident Evil Revelations. Bisher bei Resident Evil Revelations. Was ich sagte. Das ist der Tiabis-Virus. Sie können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen? Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Schicken Sie ein Team zum Balkon Mocky Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann pack lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ah, ihr müsst so viel wie möglich über Velcro herausfinden. Wo ist denn die? Weiter geht's mit Episode 5. Geduftete Geheimnis. Auf Englisch Revelations. Ich hasse Kapitel. Die Spieltitel als Überschrift haben. Und den Buchtitel. Hier, Jackass. Wir sind beim Balkon in Mocky Flughafen. Hier ist Fogball. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut, wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So. Du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ja ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Das ist gerade bestätigt. Los, gehen wir. Ich habe das Gefühl, dass gleich was passiert. So, abwechselnd mal woanders. Wir müssen leise sein. Ja, ich weiß. Mit anderen Leuten spielen. Hast du nicht gesagt, dass wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Das ergibt nicht mal Sinn. Na komm. Der Aufbau der Räume kommt mir mal ein bisschen bekannt vor. Bist du schraubt? Können Sie sich öffnen? Quint, gib mir den Schraubenzieher. Klar, Oh. Bitte, sag mir nicht, du hast ihn fallen gelassen. Okay, wo ist er? Ich weiß, dass ich ihn hier noch hatte. Warte, du hast ihn doch sicher beim Stolpern fallen lassen. Okay, er ist auf der anderen Seite. Mist. Okay, dann suchen wir mal einen Schraubenschlüssel. Schraubenzieher. Thank you.
da wo die Na bitte. Kiste runter. Du bist so ein Trampel, weißt du das? Sorry, Grinder. Das war jetzt etwas unsinnig. Das auch. Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen. Vielleicht können wir das. Die Überwachungskamera hat was. Das hier war auf den Überwachungsbändern. Das ist ein Frachter, oder? Ist das der abgestürzt? Wow! Hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Das packst du und... Sie hatten überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemeldet hat. Ist das hier drin? Ach was. Sieht ganz danach aus. Wow! Was zur Hölle ist das? Ein Poltergeist! Hey, Quint! Ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Ein unsichtbares Monster. Hey, da hat einer überlebt. Psst, Ruhe! Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Oh. Da ist etwas. Aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Oh, das hat bestimmt wehgetan. Natürlich müssen wir da reinblicken. Das sind echte Horroraufnahmen. Eins der Opfer hat sie dagelassen. Was ist das? Hey, das ist der Raum vom Überwachungsband. Wird bestimmt nichts passieren hier. Was soll da schon schief gehen? Chipschlüssel. Das hat er fallen lassen. Das ist ein Chipschlüssel. Ich kann das Masternetzwerk des Bordcomputers knacken, wenn ich den WEP-Schlüssel von dem Dongle extrahiere. Ja, was immer das bedeutet. Mach's doch einfach. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Na also, geht doch. Ich hab genug gesehen. Auf zur Absturzstelle. Das war eine kurze Episode. Hier wäre ein Tod auch ziemlich sinnlos gewesen. Nee, die Episode ist noch nicht zu Ende. Die Dezibel-Schulung und so. Okay, Leute. Dieses Geräusch da. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Okay, das ist ja Zungslevel. Noch schlimmer als
Aufzug leveln. Geflutet. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Wir müssen den Maschinenraum finden. Den Schalter können wir nicht betätigen. Verstärken. Oder auch nicht. Das Wasser steigt. Lieber so weit ein Taucher. Oh, gegen am Wasser, fantastisch. Wer da kann schwimmen? Ich würde dem Wasser fernbleiben. Der macht gar nicht. Was ist das lästig? Natürlich funktioniert das Gerät nicht. Steht hier, Wartungsbericht bezüglich Dampfleitung. Das Wartungspersonal, eine der Abdenkungen hat sich von den Leitungen am Kielgang gelöst. Und jetzt strömt Dampf aus. Dampf ist kochend heiß, man muss sich also etwas einfallen lassen, um daran vorbeizukommen. Im Maschinenraum gibt es zwei Hebel. Mit ihnen kann man die Nebelnabel auf die der Anzeige auf die richtigen Buchstaben richten. Durchströmt der Dampf nicht mehr aus der Leitung. Dies sind die Buchstaben für die entsprechenden Bereiche. A vor dem Frachtraum, B Maschinenraum oben, C Maschinenraum unten. Vergesst nicht, dass der Dampf, wenn ihr ihn an einer Stelle abdreht, dafür auch an einer anderen austritt. Beachtet dies, wenn ihr die Nadel Position verändert und die verschiedenen Bereiche nutzt. Ah, ein Rätsel. Gut, hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Mal sehen, ob ich das hinkriege, okay? Und probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Okay, ich mach das. Wie soll ich darüber kommen? Das ist wahrscheinlich den ganzen Weg zurück und den Hebel im Anfangsraum nochmal betätigen. Das war ja klar.
Einfach abhauen. Nein, wo bist du, Jill? Wir müssen den Strom wieder einschalten. Ja, hier. Nicht? Ach, komm. Nicht umsonst hier lang gerannt. War mir eine Freude. Rätsel und so. Also kann ich es absenken. Was hat das jetzt hier getan? Dem rum gar nichts. Was? Na toll. Ein Schiffsplan. Das werden wir noch rosten, wo uns das dient. Die Gubbies. Ja, shit. Land. Oh Scheiße. Schubkanat ist ja gut. Schon okay, ich hab's jetzt. Jetzt kommen wir doch nicht mehr lang. Nemo ist im Maschinenraum. Um die Energie wiederherzustellen, ist das richtige Timing erforderlich. Zwei Schlüssel müssen gleichzeitig verwendet werden. Nur für den Fall, dass ich den Neustartschlüssel verlege. Du weißt schon wohin. Nein, Mann, du musst wirklich mal einen Zahn zulegen. Wo sind die Schlüssel? So ein Mist. Ich glaube, man muss beide gleichzeitig starten. Ach, dann was? Brauchen wir wirklich den Schlüssel. Na, schnapp jetzt, was passiert ist da drüben. Kommt noch Dampf raus. Nichts funktioniert.
kommt hier wieder was raus. Jetzt haben wir beides auf A. Ah, jetzt können wir hier durch. Fantastisch. Schrottgewehr-Munition. Oh, shit! Weg hier. Weg hier. Jill, hier ist alles kurz und klein. Ich versuche mein Glück. Ich melde mich, wenn's klappt. Können wir vielleicht das Zahnrad anbringen? Wo rein Schlüssel musst du aktivieren, natürlich. Vielleicht da unten irgendwo? Wir drehen uns im Kreis. Bist du okay? Ja. Sich im Kreis zu drehen scheint hier unsere Hauptbeschäftigung zu sein. Und du musst hier ein Zahnrad geben. Nimmt sich nichts. Vielleicht gehört es an das Ding dort in der Mitte. Oh shit, was sucht der hier? Zahnrad eingesetzt. Da passiert doch was. Hm. Schön. Sieht nach einem Schlüssel aus. Warum hat es denn jemand hier hingebracht? Ist doch ziemlich sinnlos. Ich habe es geschafft. Komm zum Maschinenraum. Einfach weg hier. Bringen wir das Ding endlich in Gang. In Position. Nun wird doch Zeit. Das nicht weit vorgescheucht hat. Was zum? Na, das war ja offensichtlich ein Fall. Was war das? Tauchlevel. Schlimmstes aller Level. Schlimmste aller Levels.
Problem. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt! Jill! Es hört nicht auf! Episode schon zu Ende. Nur ein Zwischenspeicherpunkt. Zwischensprecherpunkt. Oh. Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoffe's. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los! Grinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Deshalb heißt es wohl auch Mitternachtssonne. BOWs! Ich wusste, dass sowas passieren würde. Na, weil es Wölfe sind und ihre Schädel liegen lassen. Ich hab nur wieder Wölfe. Ein bisschen in der Wildnis haben. Grinder, ich überprüfe die Terminals. Viel Spaß mit denen. Quint, du kannst mich doch nicht hier allein lassen. Verdammter Computer-Nerd. Jetzt muss ich mich allein hier durchkämpfen. Na los, Grinder, was machst du denn? Unsichtbare Gegner. Beruhig dich! Was ist denn los? Da war was! Mich hat was getroffen! Was? Da, ich wurde geschlagen! Das war der unsichtbare Mann! Ich schwör's dir! Wirklich? Ein Mörder! Echt? Oh. Jetzt weiß ich, was auf den Bildern zu sehen war. Das war ein Geist, eine neue Alterart. Danke für die Erklärung. Ich hab genug von dem Mist. Lass mal nachladen. Warum soll ich schießen, wenn ich nicht sehen kann? X-Menschen. Und ciao. Bleiben noch? Keine Ahnung, man sieht sie ja nicht. Oh, das nervt echt. Jetzt gehen wir gescannt. Einer weniger. Noch einer weniger. Und noch einer weniger. Quint, wie viele noch? Ich sagte keine Ahnung, ich sehe nichts. Das nervt total. Ach shit, hinter mir. Da versammelt euch gerne auf einen Haufen. Scheiße.
Ex-Menschen abwechseln auf deinem. Ich glaube, es sind keine mehr da. Gehen wir zum Terminal im Flugzeug, bevor noch mehr Monster kommen. Oha. Okay. Hier scheint alles zu funktionieren. Hey, Quint! Mach deinen Job. Keine Gesprächsprotokolle. Ich versuch mal was anderes. Nur zu. Du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings, naja. Grinder! Ja, was ist denn jetzt los? Wir müssen sofort das HQ kontaktieren. Das HQ? Hier ist O'Brien. Was? Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Sehr clever, wie du die Daten beschafft hast. Naja, ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sagte ich ja, sehr clever. Du verstehst nicht. Ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment. Wovon redest du? Meinst du etwa, Veltru ist aus dem Versteck geflohen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll. Wir haben also keinen blassen Schimmer, mit wem wir es zu tun haben. Ganz genau. Und dieses Puzzleteil müssen wir unbedingt finden. Ich finde es übrigens sehr gut, wie der Typ, der nach einer schwulen Dating-App. Das ist gar nicht so weit. Wir können schnell vor Ort sein. O'Brien, wir sind unterwegs. Dann gibt es, dass er gut Frauen aufreißen kann. Episode 5: Gelüftete Geheimnisse. Ende. Episode 5, 1, 5, 2. Okay, deswegen haben wir so gespeichert. So, dann machen wir beim nächsten Mal mit Episode 6 weiter.